Bei aller Kritik an Bundestrainer Martin Heuberger, er ist derjenige, der zurzeit die Quittung begleichen muss für jahrelange Versäumnisse im Zusammenspiel der Handball-Bundesliga und der Nationalmannschaft. Sein wichtigster Informant ist heute Pressesprecher Tim-Oliver Kalle, der den Live-Ticker des Spiels Tschechien gegen Montenegro verfolgt. Grundvoraussetzung ist natürlich ein Sieg gegen Israel. Diese erfüllt ein Mann heute quasi im Alleingang. Es ist Patrick Krötzky, der Rechtsaußen der Rhein-Neckar-Löwen. Er zielt allein in der ersten Hälfte 10 Tore und bestraft jeden Fehler der israelischen Mannschaft mit großer Konsequenz. Eines wird schnell deutlich. Steht die deutsche Mannschaft nicht unter Druck, zeigt sie wunderbaren Handball. Dann besinnt sie sich auf ihre Stärken und die liegen im Tempospiel und auf den Außenpositionen. In dieser Hinsicht ist es ein entspannter Nachmittag für den Bundestrainer. Die andere Wahrheit aber kommt per Ticker. Tschechien führt parallel bereits 16:9 gegen Montenegro. Das ist erwartbar und dennoch ernüchternd. Nach der eigenen 21:12 Pausenführung gibt's noch Tore für die Galerie. Zelebriert von einer Mannschaft, die in dieser Europameisterschaftsqualifikation ohne jegliche Konstanz agierte. Fernab der Weltklasse. Der einzige aber, der über diese Situation auch im Wortsinn stolpern könnte, ist Martin Heuberger. Man darf das ungerecht nennen. Auf der anderen Seite sind Erfolge wie der heutige 38:19 Sieg gegen Israel ohne jede Aussagekraft. Deutschland will zu den Besten gehören und nicht die Kleineren demontieren. Kurz vor Schluss liegt Tschechien 29:22 vorne. Am Ende heißt es 30:25. Das ist das Ende aller Hoffnungen. Bemerkenswert, dass kurz vor Schluss die Zuschauer sich erheben in Aschaffenburg. Die Nationalmannschaft bleibt Sympathieträger. Und auch für Martin Heuberger gibt es kaum Pfiffe. Dann ist Schluss. Wir wollten eigentlich die Erfolgsgeschichte von Spanien fortschreiben in Dänemark. Jetzt haben wir leider wieder eine Niederlage hinnehmen müssen, kriegen jetzt auf die Fresse. Die Mannschaft ist keine Mannschaft, die Ausreden sucht und irgendwelchen anderen die Schuld gibt, sondern wir hatten es selber in der Hand und wir haben es verbockt. Da hat der Trainer nichts mit zu tun und der Co-Trainer oder die Physiotherapeuten oder sonst wer, sondern das sind nur wir. Nein, es ist der Handball in seiner gesamten Führung. Nicht alle geben alles für die Nationalmannschaft. Weil wir immer nur drüber sprechen, aber es handelt niemand wirklich im Sinne, dass wir gemeinsam nach vorne kommen mit der Mannschaft. Jeder hat seine Problemchen. Und jeder ist sich immer selber der Nächste und ich hoffe, dass das, leider ist es oftmals so, dass nur, wenn Misserfolg da ist, dann irgendwann alle sich zusammenraufen und das geht eigentlich nur gemeinsam, Liga und DHB. Übrigens, eine Mini-Hoffnung auf die EM-Qualifikation gibt's noch. Deutschland müsste bester Gruppendritter werden. Viele Fakten müssen sich dann morgen glücklich fügen, unter anderem Österreich mit 9 Toren gegen Russland gewinnen.